Der erste Eindruck ist ein Thema, auf das ich häufig angesprochen werde, das auch häufig in den Seminaren auftaucht. Und wie sieht es denn aus? Ist die Realität nicht so, dass wir alle den Spruch kennen, der erste Eindruck kennt nur eine Chance, der erste Eindruck kennt keine zweite Chance? Doch handeln wir auch wirklich danach? Sind wir uns dessen bewusst, was das für uns bedeutet? Natürlich, wir möchten doch alle viel lieber aufgrund unseres Charakters, unserer inneren Werte, unseres Fachwissens, unserer Kompetenz von anderen Menschen wahrgenommen und beurteilt werden und nicht auf der Basis von Oberflächlichkeiten wie Kleidung, wie der Farbe der Krawatte oder ähnlichen Dingen wie zum Beispiel dem Duft. Haben wir nicht vielleicht selber sogar den Vorsatz, dass wir sagen, wenn mir jemand begegnet, dann werde ich darauf achten, dass ich mich nicht von diesen Oberflächlichkeiten ablenken lasse. Und das ist gut so, denn das ist ein guter Vorsatz. Doch schauen wir uns mal an, wie die Realität aussieht. Die Forschung hat dazu eine eindeutige Meinung. So gibt es viele Studien, beispielsweise eine vom renommierten Max-Planck-Institut für Wirtschaft. Dort haben Wirtschaftspsychologen das untersucht und sie haben festgestellt, dass wir innerhalb einer Zeitspanne von 150 Millisekunden, das ist kürzer als sie brauchen, um einmal zu blinzeln, bis zu maximal 90 Sekunden sich einen ersten Eindruck von einem anderen Menschen bilden, wenn er ihnen über den Weg läuft. Und dieser erste Eindruck, da geht es am Anfang vor allen Dingen erstmal um ganz, ja, ganz einfache Entscheidungen, die sie treffen. Die erste Entscheidung ist nämlich sympathisch oder unsympathisch. Oder um es etwas dramatischer zu formulieren, Freund oder Feind. Jetzt sagen Sie möglicherweise, nein, das tue ich nicht. Und das glaube ich Ihnen. Das glaube ich Ihnen deshalb, weil diese Dinge nämlich unbewusst passieren. In Ihrem Unbewusstsein, wie der Name schon sagt, wenn es bewusst wäre, würden wir es merken. Weil es unbewusst passiert, merken wir es nicht. Und das Spannende ist, dass Menschen, die wir als sympathisch erachten, sind Menschen, denen wir in der Regel auch mehr Kompetenz zubilligen. Und wenn wir erstmal die Entscheidung getroffen haben, dass jemand sympathisch ist, also quasi die Chance bekommt, dass wir mehr über ihn, von ihm wissen wollen, dass unser Unbewusstes sagt, okay, in die Freundeskategorie einzuordnen, dann dauert es so Pi mal Daumen ungefähr 4 Minuten und es werden 102 sogenannte Beobachtungsdimensionen werden beobachtet, werden abgefragt. Das passiert zum größten Teil unbewusst. Also während wir vielleicht dann in diesen ersten 4 Minuten Smalltalk führen und damit unseren Geist, unser Bewusstsein beschäftigen, mit dem Inhalt des Smalltalks, checkt unser Unbewusstes letzten Endes diese Faktoren ab. Und wir haben da auch deswegen keine Chance, das Ganze bewusst zu beeinflussen, weil die Forschung auch zeigt, dass wir in einer Sekunde beispielsweise in der Lage sind, bewusst, also mit unserem Großhirn, bewusst 40 bis 60 Informationsstückchen, Wissenschaftler würden sagen Bit, für diejenigen, die sich mit Computer auskennen, also kleinste Informationspartikel sozusagen verarbeiten können. Unbewusst in derselben Zeit 11 Millionen. Jetzt werden Sie sagen, wie geht das 11 Millionen? Naja, jede Hautzelle in jeder Situation, in jedem Moment nimmt ja Informationen auf. Und wir wissen mittlerweile durch die neurowissenschaftliche Forschung, dass nur circa jeder hunderttausendste Impuls überhaupt bewusst wird. Vermutlich sogar weniger als das. Und warum das so ist, das hat mit unserer Evolution zu tun. Und mögen wir vielleicht sagen, ja, aber wir sind ja aus der Zeit schon lange raus, als wir noch in der Höhle lebten und Gefahren um uns herum hatten. Nur es mag sein, dass das vor 20, 30, 40, 50, 100.000 Jahren so war. Nur 100.000 Jahre im Zeitraum der Evolution von Millionen, ja letzten Endes sogar Milliarden Jahren in der Entstehung unserer Welt. Das ist nichts. Und in vielen Fällen reagieren wir eben noch genau so, und das ohne das zu merken, wie wir damals reagiert haben. Denn wenn wir aus der Höhle getreten sind und es knackte hinter uns im Gebüsch, dann konnte das entweder bedeuten, lecker, was zu essen für unsere Familie. Es konnte aber auch bedeuten, dass dort jemand stand, wie zum Beispiel ein Säbelzahntiger, der genau dasselbe in dem Moment dachte. Und deswegen haben wir gelernt, dass wir schnelle Bewertungen von Situationen und Menschen treffen. Und das passiert in unserem limbischen System. Das limbische System ist das zweitälteste Teil unseres Gehirns, vor dem Großhirn entstanden. Und übrigens, unser Gehirn macht nur 2% der Körpermasse aus, braucht aber ungefähr 20% der Energie und den größten Teil davon eben im Großhirn. Und wenn Sie irgendwas haben in Ihrem Körper, was 20% der Energie braucht, das schalten Sie echt nur ein, wenn Sie es wirklich brauchen. Und die meisten Entscheidungen, ich bin davon überzeugt, alle Entscheidungen, die Wissenschaft sagt, die meisten Entscheidungen, die wir treffen im Leben, die treffen wir unbewusst und rechtfertigen sie dann mit Fakten. Heißt also nicht, dass die Fakten nicht wichtig sind,
Doch die Fakten kommen immer erst als zweites. Das bestätigt auch eine Studie, die Professor Morabian durchgeführt hat. Die zeigt nämlich, dass in der Kommunikation nur 7% letzten Endes der Inhalt eine Auswirkung hat, 38% die Stimme und 55% die Körpersprache. Das heißt, mehr als die Hälfte der Kommunikation ist Körpersprache. Nun, welche Faktoren machen denn dann diesen ersten Eindruck aus? Und das beginnt bei Dingen wie Blickkontakt. Wir kennen das alle. Jemand, der uns nicht in die Augen schauen kann, der wegschaut, das gibt uns ein komisches Gefühl. Das sind Dinge wie Lächeln. Übrigens eines der körpersprachlichen Signale, das auf der ganzen Welt unabhängig von allen Kulturen als positiv angesehen wird. Sogar Kinder, wenn sie geboren werden und noch nichts gelernt haben, können außerhalb des Mutterleibs, wenn sie angelächelt werden, lächeln zurück. Das heißt, das ist tief in unserem genetischen Erbe verborgen. Und dazu zählen natürlich auch Dinge wie die Körpersprache, wie die Haltung. Dazu zählt der Händedruck. Zu diesen Faktoren des ersten Eindrucks zählen auch Dinge wie beispielsweise der Duft. Übrigens der Sinn, der direkt mit dem limbischen System verbunden ist. Daher auch der Spruch, ich kann jemanden nicht riechen. Jawohl, da ist was Wahres dran. Wir können ihn dann nämlich tatsächlich nicht riechen. Und die Konsequenz daraus, ja, auch wenn sie vielleicht hart ist, auch wenn wir es nicht gerne hören mögen, der Versuch, jemanden nicht auf der Basis von oberflächlichen Faktoren zu beurteilen, der ist zum Scheitern verurteilt, weil bereits in dem Moment, wo Sie es bewusst denken, hat Ihr Unbewusstes die Entscheidung getroffen. Also ist die Konsequenz daraus, sich darauf vorzubereiten und entsprechend beispielsweise mit der Kleidung darauf zu achten. Denn Sie sehen ja beispielsweise jetzt mit einer anderen Kleidung oder auch die Rasur im Vergleich zu den Aufnahmen vorher, die machen bereits einen Unterschied. Ich hatte schon Seminarteilnehmer, der hatte mir einen Teilnehmer gesagt, na, Menschen im Nadelstreifenanzug, denen traue ich nicht. Da kann ich nichts machen. Das weiß ich ja nicht, aber so funktioniert der erste Eindruck. Doch die Kleidung, wie gesagt, ist eine Frage auch des Respekts gegenüber den anderen. Und es ist die Frage, mich darauf vorzubereiten, wie andere mich wahrnehmen. Das heißt natürlich, dass ich nicht immer im dunklen Nadelstreifenanzug auftrete. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Seminar vor Handwerkern halte, dann lasse ich die Krawatte weg, vielleicht lasse ich sogar das Sakko weg. Ich würde aber nie in einen Blaumann steigen, weil damit würde ich mich verkleiden. Und das würde wiederum nicht funktionieren, weil die merken würden, hey, jemand so wie der mit zwei linken Händen, der hat den Blaumann nur für uns angezogen. Das würde nicht funktionieren. Das heißt, es ist immer eine Frage der Anpassung. Und ja, das bedeutet, dass ich morgens darüber nachdenken sollte, was für ein Tag ist heute, wem begegne ich möglicherweise und wie möchte ich denn wirken. Ich habe auf meinem Hörbuch beispielsweise ein schönes Beispiel, eine Geschichte. Und wenn Sie dann eben nur noch mal schnell zur Tankstelle gehen wollten, um was zu essen zu holen, in der Jogginghose und dem T-Shirt, auf dem Sie auf dem Sofa saßen, schon beim Fernsehen, und genau dann, jetzt aus meiner Sicht als Mann, steigt direkt vor Ihnen Ihre absolute Traumfrau aus dem Auto. Ist das vielleicht nicht der Moment, wo Sie sich wünschen würden, dass Sie doch was anderes anhaben? Und glauben Sie mir, wie oft es mir passiert, wenn ich Menschen erzähle, was ich tue, dass ich Trainer und Coach bin für Auftritt und Wirkung und das Thema erster Eindruck auch dazu zählt. Wie viele Menschen dann sagen, wenn ich gewusst hätte, dass ich Sie heute treffe, Punkt, Punkt, Punkt. Sie treffen so viele Menschen jeden Tag. Geben Sie diesen eine Chance für eine gute Beurteilung von Ihnen. Geben Sie sich selbst eine Chance für eine gute Beurteilung. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall immer und überall und in jeder Situation einen starken ersten Eindruck.